Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Arni und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 19. Juli 2020, übersetzt von Emmy X. Willkommen noch einmal in unserem Chatraum. Habe ich richtig verstanden, dass wir noch nicht die riesige Ankündigung erhalten haben, die uns in die Phase 2 führt, in der der zweite Lockdown stattfinden wird? Die Leute sind ein wenig verwirrt durch die verschiedenen Informationen, die von vielen herausgegeben werden. Zunächst einmal verbinden wir uns mit jedem von euch, der an unserer Konversation teilnimmt. Wir senden dir Licht und wir senden dir Liebe bis in den Kern deines Seins. In der Tiefe deines Herzens treten wir mit deiner Erlaubnis ein, um dir Frieden und Trost für deine Gedanken und deine Disposition anzubieten. Ich danke euch. Ich bin sicher, dass viele mehr als glücklich sind, ein bisschen davon zu erhalten. Ja, Blossom, das siehst du richtig. Die riesige Ankündigung ist noch nicht erfolgt. Wenn sie stattfindet, werdet ihr keinen Zweifel daran haben, wegen ihrer Auswirkungen. Und kein Hinweis zu dem Thema, worauf es sich bezieht? Nein, keines. Es ist nicht angebracht, dies zu tun. Wir sind nicht in der Lage, die Katze aus dem Sack zu lassen. Gut, nur zur Klarstellung. Ihr sagt, es wird einen weiteren globalen Lockdown geben. Und wenn dieser stattgefunden hat, nach der riesigen Ankündigung, werden wir wissen, dass wir uns in Phase 2 befinden? Das ist richtig. Einige wollen wissen, ob der Lockdown unter dem gleichen Deckmantel erfolgen wird wie der letzte? Ja, aber es wird noch andere Verwicklungen geben. Die Ankündigung, die jetzt kommt, wird die Gemüter erhitzen. Der Lockdown nach einer solchen Enthüllung wird die Seelen noch verwirrter darüber machen, was die Wahrheit ist und was nicht. Um ehrlich zu sein, ich denke, dass viele Leute den Versuch aufgegeben haben, zu wissen, was ist. Es gibt so viel da draußen. Manchmal hat man das Gefühl, als ob die ganze Welt den Überblick verloren hätte. Es muss dieser Weg sein. Es ist der Weg eures Volkes. Einige sind auf der Suche nach göttlichem Wissen, während andere aus reinem Vergnügen auf den Zug aufspringen. Während eine andere Kategorie, sogenannter Menschen, vorsätzlich Unwahrheiten verbreitet, um das zu tun, was sie beabsichtigen, verwirren und zerstreuen, um Seelen aus der Wahrheit herauszubringen. Ihr werdet wissen, was notwendig ist, wenn es für euch notwendig ist. Glaubt uns, wenn wir sagen, niemand aus dem Licht spielt absichtlich mit euch, um euch in der Dunkelheit zu halten. Dennoch würden wir meinen, dass diejenigen aus der Dunkelheit absichtlich mit euch spielen, um euch vom Licht fernzuhalten. Zumindest denken sie das. Die gute Nachricht ist, ihr Liebsten, was derzeit geschieht, das aus vielen, vielen Gründen streng geheim gehalten werden muss, schreitet planmäßig voran. Es gab Zwischenfälle, doch sie wurden wieder behoben. Wenn man euch von all dem, was hier geschieht, erzählt, werden eure Kinnladen herunterklappen und ihr werdet sagen, kein Wunder, dass wir so lange warten mussten. Denn das, was im Gange ist, übertrifft alles, was je stattgefunden hat, überall und jederzeit. Während ihr also weiterhin an euren Teewärmern strickt, schlagen wir vor, dass es für euer Wesen gewinnbringend ist, das immense Licht zu fühlen, das auf euren Planeten einströmt. Sprecht mit den Engelsreichen und mit allen anderen Reichen des höchsten Lichts, und heißt sie in eurem Raum willkommen. Besprecht in euren Gedanken mit ihnen eure Pläne für die neue Welt, die kommen wird, und über die Entscheidung,
die ihr in eurer neu gefundenen Freiheit treffen werdet. Schön. Ich persönlich finde es schwierig, mir vorzustellen, wie das sein wird. Wir wissen um diese Welt, in der wir gelebt haben. Wenn wir sagen, wir träumen von einer anderen, stellen wir uns vor, sie sei frei von allen Dingen, die für einen Menschen nicht für das Höchste geeignet sind. Dennoch fällt es mir schwer, dies zu tun, wenn wir nicht genau wissen, wie es sein wird. Ist es nicht so, dass viele in den Zeiten der Isolation entdeckt haben, was ihnen gefällt oder nicht gefällt? Haben nicht viele ihre Seelen durchforstet und das erkannt, was ihnen Freude macht, das, was sie glücklich macht? Offensichtlich ja. Doch dann mussten viele wieder in den Dreck gezogen werden oder haben vielleicht ihr Geschäft verloren, sodass alles ziemlich schnell wieder zum Fenster hinausgeflogen ist. Stellt euch dann eine Welt vor, in der man das tun kann, möchte, was einem Freude macht. Das, was einen zum Lachen bringt, nicht nur in einem Wochenendurlaub, sondern in jedem wachen Moment. Wenn sich die Finsternis vollständig aufgelöst hat, wird das in sich selbst die größte Veränderung hervorbringen, auslösen. Seht ihr denn nicht schon jetzt Veränderungen auf eurem Planeten in der Natur? Stellt euch vor, wenn alle Dunkelheit verschwunden ist. Fühlt die Schönheit. Erlebt im Jetzt in euren Wesen die Leichtigkeit von allem in allem. Wenn euch eure Finanzsysteme in Einzelteile zerbrochen sind und weggefegt und weggeworfen wurden und neue geschaffen werden, wo die Reichen nicht reicher und die Armen nicht ärmer werden können. Denn jede Seele wird ihr gottgegebenes Recht haben, im Überfluss zu leben. Wenn Gleichheit für alle bedeutet, versteht ihr, mit den neuen Systemen wird es nicht mehr das Szenario geben, dass andere die Kontrolle über das haben, was ihr tun oder sein dürft. Du, die Essenz der Liebe, die du bist, soll aus jeder Pore deiner Haut strahlen. Eifersucht, Hass, Gier und alle Dinge dieser Art von niedrigeren Ebenen der Schwingungen dürfen nicht bleiben, denn sie können nicht in der höheren Frequenz wohnen, in die ihr euch hineinbewegt. Mein Herz klopft buchstäblich, während ihr dies durchgebt. Das ist Blossom, weil du die Energie unserer Wahrheit fühlst. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, all dies, was ihr jetzt erlebt, ist das Ende der dunklen Tage auf dem Planeten Erde. Eine Frage. Es kann alles sehr verwirrend klingen. Ist es dann nicht so, dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, sich in eine höhere Schwingung zu begeben, dies tun werden und dennoch auf dem Planeten Erde sein werden? Und diejenigen, die sich dagegen entscheiden, in der niederen Schwingung bleiben werden, bis sie bereit sind, die Brücke zu überqueren und dennoch auf dem Planeten Erde sein werden? Das ist so. Also ist es nicht das Ende der dunklen Tage auf dem Planeten Erde, wenn ihr versteht, was ich meine? Die Dunkelheit erreichte einen Höchststand der Unmenschlichkeit, der jenseits jedes Gedankens liegt, den sich Liebe in einer höheren Schwingung vorstellen könnte. Je tiefer jemand in die Abgründe des Eigennutzes versank, desto mehr entdeckte er, dass er nur weiter gedeihen konnte, wenn er noch schlimmere Gräueltaten ausheckte, um seine Bedürfnisse zu stillen. Wie bei vielen Süchten, die sich festgesetzt haben, stellte derjenige fest, dass er nicht die Kraft hatte, dem zu entkommen. Wir würden gerne näher darauf eingehen, nicht alle, die vielleicht mitgerissen wurden und auf die dunkle Seite hinübergegangen sind, wussten, was mit ihnen geschah, bis es zu spät war. Viele, viele, viele wurden mit falschen Versprechungen gelockt und von oder mit dem Hype des Ruhmes und allem, was damit zusammenhängt, gelockt.
der Gebrauch von sehr starken Drogen, die so viel versprachen, und wir haben uns aus vielen Gründen dafür entschieden, das Wort Drogen hier unpassend zu verwenden, wurden verabreicht, vielleicht unter dem Deckmantel von irgendetwas anderem, und sie machten sofort süchtig, und sie tun es immer noch. Im Hinblick zu anderen Süchten kann es damit verglichen werden, dass jemand, der einmal süchtig ist, buchstäblich seine Seele verkauft, um seinen nächsten Schuss zu bekommen. Weit draußen. Als ihr die Worte "ihre Seele verkaufen" durchgebracht habt, da ist mein Herz bei dieser Energie gesprungen. Und doch ist es das, was wir zu porträtieren versuchen, Blossom, für dich und jeden Einzelnen. Nicht alle, von denen in hohen Positionen, deren Namen du hören wirst, gingen bereitwillig darauf ein, wofür sie Rechenschaft ablegen müssen. Viele sind ungewollt und unwissentlich in die Falle getappt oder mussten Forderungen der Dunklen nachkommen, um Familienmitglieder vor der Vertreibung oder Folter zu retten. Der Weg der Finsternis kennt keine Grenzen. Sobald er sich erst einmal festgesetzt hat und wenn es darum geht, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir euch also vorschlagen, dass den Seelen, die das Niedrigste vom Allerniedrigsten erreicht haben, Vergebung angeboten werden muss, bedenkt bitte, dass keine einzige Seele, nicht eine, liebste Seelen, jemals wirklich dorthin gehen wollte. Wow! Das ist eine etwas ernüchternde Aussage. Betrachtet dieses Experiment von einer Welt der Dualität, in der ihr lebt. Gestattet uns, euch ans Herz zu legen, darüber eine Weile nachzudenken. Wie viele Seelen haben sich dafür entschieden, den dunkleren Weg zu gehen, weil sie ihre Rolle spielen, sodass man die gewaltigen Unterschiede der Dualität zwischen Liebe und Hass, Frieden und Krieg und so weiter wissen kann? Wie wir bereits zuvor gesagt haben, zieht bitte die Möglichkeit in Betracht, dass es vielleicht eine Seele von großem Licht ist, die ihr Licht opfert und in diese Welt eintritt, um einen Weg der größten öffentlichen Finsternis zu beschreiten, um anderen das zu präsentieren, das jeden Einzelnen in seine Wahrheit aufrüttelt und erweckt. Ja, wir wissen, dass ihr wisst, dass alles ist, wie es sein sollte, und nichts ist, wie es scheint. Um noch einmal darauf zurückzukommen, seine Seele zu verkaufen. Ich verstehe nicht wirklich, wie man das macht. Es kann nicht buchstäblich getan werden. Dennoch, viele Verlockungen und Versprechen werden gemacht und oft dadurch erfüllt, dass man zustimmt, in die Wege und Praktiken der Finsternis zu fallen. Und das macht, was von einer Seele im Austausch gegen ziemlich einfache Dinge wie Glanz und Ruhm verlangt wird. Es ist eine Dunkelheit des Geistes, in die wir uns nicht besonders vertiefen wollen, weil wir ermutigen und aufrichten wollen und nicht deprimieren und traurig machen. Wir sagen, dass intensive, schwerste Zeremonien stattfinden, damit man dies tun kann. Und um sich von einem solchen Seinszustand zu erholen, muss man sehr detailliert und komplex vorgehen. Leichthin würden wir Reha sagen. Meine Güte. So viel, von dem wir keine Ahnung haben. Das haut einen um. Also, für den Moment und bevor wir zum Abschluss kommen, lasst uns die Brise unserer Unterstützung und Liebe um und in jeden Einzelnen wehen. Wir ermutigen euch, in eurem Fühlen der Wahrheit festzuhalten. Macht auch in diesen Zeiten weiterhin das Beste, was euch möglich ist. Und damit meinen wir: Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus, atme ein, atme aus. Während ihr sagt: Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin die Wahrheit, ich
Ben. Tickedibu, ich danke euch vielmals. In Dankbarkeit, im liebenden Dienst. Ich bin. Als ich später noch einmal las, wurde mir klar, dass sie nicht dazu kamen, meine Frage nach dem Ende der Finsternis auf dem Planeten zu beantworten. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.